Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht es weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar heute zeige ich euch ein Skript, womit wir ATMs ausrauben können. Und ja, wie das Ganze dann so aussieht, das zeige ich euch jetzt. Hier haben wir dann noch so ein Minispiel. Und somit kriegen wir das Ganze in Schwarzgeld. Wir können die Währung natürlich auch noch anpassen, aber dazu gleich mehr. Ja, ich würde sagen, wir kommen auch direkt zur Installation. Link wie immer unten in der Videobeschreibung, einfach runterladen und auspacken. Wir haben diesmal zwei Ordner und einmal haben wir hier das Hauptscript. Und hier haben wir die Abhängigkeit für das kleine Minispiel. Und das müssen wir beides jetzt erstmal installieren. Das heißt, wir packen so das Ganze aus. Sollte minus Main oder Master noch hinterstehen, das muss natürlich weg. Und ja, jetzt können wir uns das Ganze hier schon mal rauskopieren. Beziehungsweise gehen wir in den Resource-Ordner und ziehen einfach diese beiden Ordner in den Resource-Ordner. Und gehen dann zurück, gehen in die Service-CFG oder in die Extras-CFG. Und hier starten wir das Ganze so rum, erst so das Minispiel und danach die, so das Hauptscript. Ja, speichern und schließen. So, als nächstes müssen wir noch in die Datenbank rein und müssen ein Item noch hinzufügen. Und so das Item finden wir dann hier und hier kopieren wir uns das Ganze raus und gehen dann in die Datenbank rein. Wie hier schon sehen, habe ich das Ganze jetzt eben gerade auch schon hinzugefügt. Das heißt, ihr könnt euch das hier einfach ein Item rauskopieren, einfach der Itemname rein. Hier kommt die Übersetzung rein und ja, den Rest könnt ihr lassen und dann einfach mit hier bestätigen. Wie gesagt, ich habe das Ganze hier schon hinzugefügt und somit seid ihr auch schon fertig. Gut, kommen wir zur Config. So, die haben wir dann hier und hier können wir natürlich noch einiges einstellen. Hier zum Beispiel ist die Währung. Da können wir das Ganze jetzt auch auf Money umändern. Dann würden wir halt grünes Geld zu bekommen, also normales Geld. Und sonst haben wir jetzt hier Schwarzgeld. Ja, einen Polizei-Counter können wir hier auch einstellen. So, das heißt, wenn 10 Cops online sein sollen, dann stellen wir das Ganze hier auf 10 und wenn keiner online sein soll, dann auf 0. Ja, hier ist der Itemname, den könnt ihr natürlich auch austauschen, aber müsst ihr halt nicht. Ja, und hier könnt ihr noch ein bisschen so die Alerts einstellen und welcher Job dann gepinkt werden soll, wenn jemand den ATM ausraubt. Gut, die Übersetzung findet ihr in der Client und zwar einmal hier, hier und hier und hier und ja, mehr ist nicht zu machen. Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch hier mal einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao ciao. I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take